Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kosmetikvolles YouTube-Kanal. Ich bin Vanessa und ich zeige euch heute, wie ihr diesen super simplen und einfachen und sehr schnellen Karnevalslook machen könnt. Diesen super einfachen Feenlook. Einfach mit so ein bisschen Glitzer, sehr viel Highlighter. Und ich dachte mir, ich mache den in so rosa, lila Tönen mit einem weißen Eyeliner, weil ich das ein bisschen märchenhaft finde. Wenn ihr das sehen wollt, wie ihr das macht, dann bleibt einfach dran und viel Spaß bei dem Video. So, für meine Base benutze ich erstmal das Make-up Revolution Superfruit Extract. Das ist so ein Serum und Primer gleichzeitig, also sehr feuchtigkeitsspendend. Das mit den Haaren sieht jetzt erstmal so ein bisschen verrückt aus, glaube ich. Und davon gebe ich mir einfach zwei so Tropfen aufs Gesicht und den arbeite ich erstmal so ein bisschen meine Haut ein, einfach damit die Haut sehr gut mit Feuchtigkeit versorgt ist, bevor man mit dem Make-up anfängt. So, wenn das dann so ein ganz bisschen eingezogen ist, nehme ich meine Foundation. Heute benutze ich die Make-up Revolution Conceal and Define Foundation in der Farbe F1. Das ist momentan meine Lieblingsfoundation. Die kommt mit so einem Applikator wie so einem Concealer. Also das heißt, die ist auch super einfach aufzutragen. Ich gehe einfach überall so ein bisschen auf das Gesicht. Und weil das ja so ein Karnevalslook wird heute, nehme ich ein bisschen mehr als sonst. Einfach damit es so eine richtig schöne flawless Base gibt. Und die Foundation blende ich jetzt ein mit dem Schwämmchen von Nabla, mit dem Make-up-Schwamm. Und ihr könnt sehen, wie die gut die Foundation abdeckt. Die hat so ein semi-mattes Finish, also sie ist nicht komplett matt, aber auch nicht so stark glänzend oder sowas, sondern sieht halt so ein bisschen aus wie Haut. Ich persönlich mag die sehr gerne. Ich habe sehr ölige Haut, aber das ist wirklich eine Foundation, die wirklich sehr, sehr lange hält bei mir auf der Haut. Ich glänze zwar so ein bisschen nach im Laufe des Tages, aber das stört mich persönlich nicht, weil ich hatte noch nie eine Foundation, mit der ich wirklich matt bleibe, die mir gefällt. Weil sonst viele Foundations bei mir so ein bisschen aufbrechen im Laufe des Tages, aber die macht das gar nicht. Die bleibt wirklich den ganzen Tag drauf. Und wenn ihr trockenere Haut habt und die mal austesten möchtet, dann tut einfach eine gute Feuchtigkeitspflege drunter, dann sollte es auch funktionieren. Wenn die dann gut eingearbeitet ist, benutze ich den Nabla Close-Up Concealer in der Farbe Porzellan. Mein Lieblingsconcealer, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Weil dafür braucht man halt wirklich überhaupt nicht viel. So zwei Pünktchen reichen eigentlich schon. Und das blende ich halt auch wieder mit dem Nabla Schwämmchen ein. Das Ganze pudere ich dann ab, wenn ich fertig bin mit den Essence. Brighten Me Up. Bar Banana Powder. Das ist zwar ein Banana Powder, aber es ist relativ hell, wie ihr sehen könnt. Also es passt trotzdem sehr gut zu meiner Hautfarbe, obwohl sie eigentlich so ein bisschen gelblicher ist. Und damit sette ich ganz grob einmal eben so ein bisschen das Gesicht. Nicht viel, weil man bei der Foundation eigentlich gar kein Puder mehr braucht. Ich mache das nur, damit ich halt gleich den Rouge und sowas alles besser verblenden kann. Als nächstes mache ich noch eben schnell meine Augenbrauen mit dem Shady Slim Brow Pencil von LA Girl in der Farbe Auburn. Das habe ich ja in dem letzten Video schon mal gezeigt, in dem vorletzten Video schon mal gezeigt. Deswegen mache ich das mal eben kurz ohne Kamera, damit es einfach ein bisschen schneller geht. So, machen wir mit den Augen weiter. Und als nächstes gehe ich in die Revolution Pro Regeneration Trans Mischief Mattes Palette. Das ist so eine knallbunte Palette mit nur matten Farben und daraus benutze ich eigentlich so die ganzen Pinktöne, Pink- und Lila-Töne heute. Und als allererstes gehe ich in die Farbe Fearless, das ist dieses Knallpink hier oben. Und das gebe ich mit dem LBE 08 Fluffy Crease Blender erstmal in meine Lidfalte. Und weil das ja ein Karnevalslook wird, gehe ich damit einmal so komplett nach außen. Also wirklich so richtig zu meiner Schläfe nach außen hin, weil ich das auch nachher so ein bisschen mit dem Rouge und alles verbinden möchte. Und ich gehe auch hier vorne
so ein bisschen in meine Augenbraue rein. Das Ganze verblende ich erstmal so ein bisschen, bis es mir gefällt. Also bis es mir überall genug verblendet ist und auch weit genug nach außen so geht. Und dasselbe gebe ich auch direkt an den unteren Wimperkranz, aber damit gehe ich halt auch wieder sehr, sehr weit nach unten. Und ich ziehe das hier vorne auch so ein bisschen an der Nase runter, als würde ich mit dem pinken Lidschatten so ein bisschen die Nase konturieren. Danach gehe ich mit dem LBE10 Soft Definer Pinsel in die Farbe Exclusive hier unten. Und das gebe ich auch nochmal in die Lidfalte. Einfach um das nochmal ein bisschen zu intensivieren alles. Und das gebe ich auch unter das Auge. Und danach gehe ich mit dem LBE13 Petite Crease Pinsel. Der ist schon so ein bisschen gestained hier von der anderen Lidschattenpalette. Deswegen eigentlich ist er halt auch weiß. In die Farbe Haunted, das ist dieses dunkle Lila hier unten. Das gebe ich auf das äußere Drittel von dem Augenlid. Und davon gebe ich halt relativ viel drauf, weil ich das halt sehr dunkel haben möchte. Ihr müsst es natürlich nicht ganz so dunkel machen, ihr könnt das ein bisschen sanfter und heller lassen, aber ich, vor einem Karneval denke ich mir, mehr ist mehr. Und damit gehe ich so an den, so dieselbe Form eigentlich wie die ganzen Lidschatten davor, also dieses nach außen gehende. Aber ich mache das, ich gehe damit halt nicht ganz so weit nach außen wie mit den anderen helleren Lidschatten, sondern lasse die Farbe relativ nah am Auge dieses Mal. Und das ziehe ich dann auch nochmal so ein bisschen nach vorne auf das Augenlid drauf. Damit es so ein bisschen aussieht wie so ein blaues Auge. eher wie so ein, also so ein lila Smoky Eye einfach. Und ich arbeite mich einfach mal so gerne von außen nach innen vor, einfach um zu gucken, wie dunkel ich gehen möchte. Also ob ich wirklich das ganze Lid so dunkel haben möchte oder lieber doch nicht. Weil man kann natürlich auch vorne einfach eine helle Farbe reinsetzen und das dann in dieses dunkellila verblenden. Und so ein bisschen was von der Farbe gehe ich auch noch so ein ganz kleines bisschen hier so ein bisschen an die Augenbraue. Einfach ein bisschen vorne auch so kursiv und verblendet aussehen zu lassen. Das muss man einfach so lange verblenden, bis man damit zufrieden ist. Vor allem mit den dunklen Farben braucht man halt immer ein bisschen länger, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, für den Innenwinkel und unter die Augenbraue benutze ich den Milani Hypnotic Lights Highlighter in der Farbe 02 Luminous Light. Das ist, sieht hier einfach nur so wie so ein Champagner-Rosé aus, aber ist eigentlich eher so ein Rosé-Duochrome. Und den trage ich mit dem LBE 09 Tapered Smudger Pinsel auf. Und das gebe ich auch relativ großzügig hier in den Innenwinkel. Und unter die Augenbraue. Ich habe jetzt schon einmal das andere Auge auch noch fertig gemacht und mir schon mal einen Eyeliner gezogen, weil ich kann das auf der Kamera nicht, weil ich da mal so nah an den Spiegel rangehen muss. Das muss ich noch ein bisschen üben, wie ich das filmen kann am besten, damit ich euch das mal zeigen kann. Aber auf jeden Fall habe ich dafür den Make-Up Revolution Pro weißen Eyeliner genutzt. Einfach so ein flüssiger Eyeliner ist das. Und dann einfach noch Wimperntusche drauf gemacht. Und für meine Wimpern benutze ich oben erstmal die Leni Lashes Party Edition in dem Style Fire. So sehen die aus. Sind ja schon für mich zurechtgeschnitten. Ich mag die einfach, weil die das Auge hinten nochmal ein bisschen verlängern und noch einmal ein bisschen vergrößern einfach. So, und das ist momentan erstmal der fertige Augenlook.
Und um das noch ein bisschen mehr so ins rosa-pinke zu holen, damit es so ein bisschen märchenhafter und feenhafter aussieht, nehme ich die Revolution Pro Blush Palette. Das ist so eine 4-Farben-Palette, so sieht die aus, auch mit so schönen pinken Blushes und einen Highlighter hier unten. Und davon nehme ich erstmal diese helle Farbe hier oben. Und zwar auf dem LBF Angled Cheek Brush. Und das benutze ich erstmal wie so einen ganz normalen Blush, erstmal so ein bisschen auf die Wangen. Aber natürlich noch ein bisschen doller und stärker, wie ich es normalerweise machen würde. Und mit demselben Blush. Den benutze ich so ein bisschen wie so ein Bronzer, also dass ich wirklich so an meine Stirn hier oben gehe. Und hier auf meine Wangen. Und ich schaue wirklich, dass alles so richtig schön verblendet ist, damit es alles super soft und weich aussieht. Ich gehe noch so ein bisschen damit an mein Kinn. Und ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen gebe ich so ein bisschen auf meine Nasenspitze, weil ich finde, dass das einfach sehr süß aussieht. Wenn ihr dann so aussieht, als hättet ihr den stärksten Sonnenbrand, macht ihr noch mehr drauf. Und zwar jetzt konturiere ich auch ein bisschen mit dem Blush. Und zwar mit dem LBF 18 Blend Konturpinsel. Ich gehe jetzt einfach dafür in die dunklere Farbe hier unten. Und das mische ich noch ein bisschen mit diesem Lila hier, einfach damit es ein bisschen kühler wirkt für die Kontur. Und damit setze ich jetzt erstmal hier so eine Linie und das verblende ich dann auch nochmal so ein bisschen nach oben. Und das verblende ich so ein bisschen hier noch in meine Haare auch mit rein, einfach damit das natürlicher aussieht. Und ich gehe damit auch noch so ein bisschen an meinen Hals. Einfach damit es aussieht, als wäre ich so ein bisschen so ein Märchenwesen. Und mit der Mischung aus den beiden dunkleren Tönen gehe ich auch noch mal so ein bisschen an die Stirn. Und damit ich oben einfach auch mal so einen Farbverlauf habe. Und dann gehe ich halt wirklich so ein bisschen in meine Haare einfach rein, um einen schönen Übergang zu haben. Ihr müsst bei dem Lila ein bisschen vorsichtig sein von der Lidschattenpalette. Es kann halt schnell nach einem blauen Fleck aussehen. Das müsst ihr einfach gut verblenden. Und ihr könnt den Look natürlich auch mit anderen Farben machen, wenn ihr es nicht so in Lila und Pink haben möchtet. Ich glaube, in Blau und Grün wird das auch sehr schön aussehen oder Gelb und Orange. Das wäre auch noch so eine schöne Farbkombi. Ich habe einfach nur Lust auf Lila und Pink. Für meinen Highlighter gehe ich wieder in den Milani Highlighter, den ich gerade schon für die Augen benutzt habe. Und den trage ich mit dem LBF 10 Tapered Highlighter Pinsel auf. Und das gebe ich hier oben so auf die Wangenknochen. Aber ein bisschen noch großflächiger, wie ich es eigentlich machen würde. Ich benutze das auch so ein bisschen auf den Wangen hier vorne, so als Blush-Topper. Einfach damit das alles so ein bisschen schön glänzend ist. Ein bisschen auf die Nasenspitze. Ein bisschen am Mund, auf die Oberlippe. Man kann das auch noch so ein bisschen hier oben überall dahin geben, wo ich auch den Blush aufgetragen habe. Aber weil ich halt ölige Haut habe, mache ich das jetzt nicht. Und um den Highlighter noch ein bisschen aufzupeppen und den Look ein bisschen mehr glitzeriger zu machen, benutze ich den Elegirl Glowing Up Jelly Highlighter in der Farbe Princess Glow. Das ist so ein Gel-Highlighter, wie ihr sehen könnt, in so einem richtig schönen lila Ton. Und da gehe ich einfach mit meinem Finger so ein bisschen rein. Und den trage ich dann mit tupfenden Bewegungen hier auf die Wangenknochen nochmal auf. Feiert ihr eigentlich Karneval? Also ich habe es früher mal gefeiert, weil ich komme eigentlich gebürtig aus NRW und da feiern wir halt immer Karneval. Aber ich bin nach Hamburg gezogen, wie ihr wahrscheinlich wisst, wo auch der Store von Kosmetik Verlässt ist. Also unser Store in Harburg, im Phoenix Center, da arbeite ich ja auch noch.
Und hier in Hamburg feiert man leider nicht so Karneval, wie man es halt in NRW macht. Deswegen frage ich mich, wer von euch feiert Karneval? Schreibt mir das doch mal bitte gerne in die Kommentare. Und als was verkleidet ihr euch an Karneval? Das würde ich gerne wissen. Ich gebe auch noch ein bisschen von dem Highlighter hier in meinen Augeninnenwinkel, einfach mit dem Finger. Damit noch mehr glitzert. Kommen wir zum letzten Step. Das sind die Lippen. Dafür benutze ich den LA Splash Liquid Lipstick. Das ist dieser hier. Die sehen so schön aus wie dieser Kron hier oben drauf. Das ist die Farbe 905 Evil Darling. So ein schönes Nude Pink. Die Verpackung ist einfach so schön von denen. Die Liquid Lipsticks halten super, super lange. Sind natürlich auch matt trocknend, aber die halten wirklich richtig gut und ich dachte, die Farbe passt ganz gut. Ihr könnt den Look natürlich so lassen, wenn ihr möchtet. Aber weil ich, wie gesagt, Glitzer liebe, nehme ich noch diesen losen Glitzer von OPV in der Farbe Hot Miss. Das ist so ein richtig schöner pinker Glitzer. Und den tupfe ich mir über den Lippenstift, dass die nochmal so ein bisschen auffälliger sind und noch so ein bisschen glitzern. Einfach so ein bisschen mit dem Finger da rein. Ihr seht, das ist richtig, richtig gute Farbabgabe. Und den tupfe ich mir einfach so ein bisschen auf die Lippen drauf. Ich mache jetzt noch so mit dem weißen Eyeliner von Make-Up Revolution, wollte ich mir noch so ein paar Pünktchen ins Gesicht machen, da wo ich den Highlight gesetzt habe. Einfach damit es so ein bisschen aussieht wie so ein paar Sommersprossen. So, und das ist dann der fertige Feenlook. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte einfach so was super Simples machen, was Einfaches, was man schnell nachschminken kann. Ich verlinke all unsere Social Media Sachen und unseren Online-Shop unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr alle unsere Videos seht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so an Karneval macht. Verkleidet ihr euch? Feiert ihr Karneval überhaupt? Und ich beantworte immer gerne eure ganzen Kommentare. Ich lese die super gerne. Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die auch immer sehr, sehr gerne. Und wir würden uns beim nächsten Video sehen.